Gestern Abend wurde recht unerwartet ein neuer Sims-Entwickler-Stream auf Twitch gestartet, in dem viele verschiedene größere Features, unter anderem lebendigere Nachbarschaften und neue Bestreben für die Sims 4 vorgestellt wurden. Mehr dazu in diesem Video. Nächsten Dienstag, den 30. November, wird es ein großes neues Update für die Sims 4 geben, in dem allerlei verschiedene neue Features hinzugefügt werden. So wurde verraten, dass wir die erste Welle der Sims Delivery Express Objekte erhalten. Nochmal kurz zur Erinnerung, mit dem neuen Feature erhalten wir Spieler kleinere Funktionen wie neue Möbel, erstelle einen Sim-Gegenstände oder kleinere Fehlerbehebungen im Spiel, ohne dass dafür ein Sims 4 Update benötigt wird. Einen Tag nach dem Update, also am 1. Dezember, wird eine neue Frisur auf diese Weise ins Spiel gebracht. Die Woche darauf erhalten wir ein kleines Objektepaket, bestehend aus 9 Baumodus-Inhalten, passend zur Weihnachtszeit. Mir persönlich gefallen die neuen Objekte wirklich gut, gerade die Schürzen sind doch ein tolles Alltagsobjekt. Bevor es mit den anderen Neuerungen weitergeht, nur ganz schnell in eigener Sache. Ungefähr 70% von euch, die meine Videos schauen, haben diesen Kanal nicht abonniert. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr keins mehr verpassen wollt, könnt ihr mich sehr gerne mit einem Abo unterstützen, das würde mich auf jeden Fall freuen. Weiter wurde ein größeres neues Gameplay-Feature namens Nachbarschaftsgeschichten vorgestellt, welches Sims, die nicht im aktuell aktiven Haushalt leben, mehr Persönlichkeit verleihen soll. Dieses Feature wird mit dem kommenden Update eingeführt, aber auch danach noch mit mehr Gameplay erweitert. So soll es jetzt möglich sein, Sims dazu zu motivieren, bestimmte lebensverändernde Entscheidungen wie ein Kind zu bekommen oder einen Berufswechsel zu treffen. Hierzu kann man andere Sims aktiv motivieren, oder aber diese kommen auf den Sims zu, indem sie anrufen und nach Rat fragen. Manche Entscheidungen treffen die NPC-Sims alleine, andere lassen sich aktiv beeinflussen. Folgende Lebensveränderungen stehen zur Auswahl. Sims wollen die Karriere wechseln oder in dieser befördert werden, ein Kind mit dem Partner in seinem Haushalt bekommen, die Beziehung zu anderen Sims vertiefen oder einen Heiratsantrag annehmen. Ebenfalls kann man ab sofort mit einem NPC-Sim über andere Sims lästern, wodurch sich deren Beziehung zueinander verschlechtert. Zwei Sims verkuppeln, eine Trennung zwischen zwei NPC-Sims zu erzwingen oder einen arbeitslosen Sim zu einem Job zu motivieren. Diese Änderungen gelten aktuell nur für Sims, die der eigene Haushalt kennt, später soll dieses Feature aber ebenfalls auf fremde Sims ausgeweitet werden. Ebenfalls kann man mit einem der nächsten Updates selber definieren, welche Lebensveränderungen stattfinden dürfen und welche nicht, das sogar für spezifische Haushalte. Passend dazu bringen die Entwickler zwei neue Bestreben ins Spiel, einmal vertrauensvoller Nachbar und gemeiner Herzensbrecher. Mit ersterem könnt ihr euren Nachbar-Sims mehr helfen, indem ihr sie durch die Lebensveränderungen führt und damit das Merkmal Vertrauensperson erhaltet. Außerdem führen eure Sims weniger langweilige Gespräche. Als gemeine Herzensbrecher hingegen möchten die Sims andere Beziehungen und auch die eigene zerstören. Ebenfalls kann man andere Sims hiermit in eine traurige und beschämte Stimmung versetzen. Auch wird mit einem der nächsten Updates ein paar NPC-Sims überarbeitet. Diese sollen etwas realistischer und näher am Aussehen der Vorgänger-Sims gehalten sein. Seid euch aber bewusst, dass die Bilder, die von den Entwicklern gezeigt wurden, nur Konzeptzeichnungen sind. Die Entwickler haben hier auf Screenshots der Sims drüber gemalt, das Aussehen wird sich also ebenfalls noch stark ändern. Ansonsten können wir uns im Dezember noch über ein neues Szenario freuen, im Januar 2022 wird ebenfalls in einem weiteren Entwicklerstream über Pronomen und nicht-binäre Formen für die Sims gesprochen. Was denkt ihr über das kommende neue Update? Denkt ihr, dass die lebendigeren Nachbarschaften frischen Wind ins Spiel bringen werden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.